Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Another Zombie Survivors. Und zwar geht es heute kurz darum, das Update 042 ist rausgekommen und zusätzlich werden wir heute einen Run starten mit Only Weapons. Das heißt im Klartext, dass wir heute nur unsere Survivor die Waffen aufwerten, aber die Abilities nicht. Somit kriegen wir dann schon mal die zwei Erfolge, die uns da in der Hinsicht noch fehlen. Und wir haben mal einen ohne Abilities Run geschafft. Das ist auf jeden Fall mein Ziel heute. Und gehen wir mal ganz kurz ein bisschen das Update durch. So, ich werde jetzt nicht jeden Punkt nehmen, weil manche Sachen sind einfach nur ein paar Design-Sachen. Aber so die wichtigen Sachen, zum Beispiel Power-Ups, werden spawnen nicht mehr außerhalb des Areas. Also das wird jetzt nicht mehr außerhalb der Spielfläche spawnen die jetzt. Dann haben wir zum Beispiel das Ziel-KI. Also die, wo steht das? Das steht hier irgendwo mit drin. Die KI, also dass die Range, zum Beispiel, ihr habt eine Range, sage ich mal, von eurer MG oder von eurer Assault Rifle vom SWAT, visiert einen außerhalb der Range an und schießt dann nicht mehr. So, das gab's, das haben sie behoben. Dann zum Beispiel die GEMs wurden angepasst, also die Größe der GEMs. Also hier ist das mit der AI-Aiming, also das haben sie geändert. So, dann die Experience-GEMs werden jetzt nicht mehr größer, sondern die bleiben gleich groß. Also es ist passiert, dass zum Beispiel kleine Gems auf einmal riesengroß geworden sind, was ich auch sehr witzig fand, aber die anscheinend nicht. Und das wurde behoben. Dann wurde zum Beispiel in seltensten Fällen ist der Rüstungswert negativ aufgefallen. Also dass zum Beispiel ihr einen Boni von 10 hattet, aber er auf einmal auf minus 10 gegangen ist. Das ist behoben worden. Was auch ein wichtiger Punkt ist, zum Beispiel der hier, dass Feinde einen kritischen Damage gemacht haben, dass auch in Fällen es passiert ist, dass die Gegner an dir einen kritischen Treffer verursacht haben. Das heißt im Klartext, dass du anstatt zum Beispiel 20 Schaden auf einmal 40 Schaden kassiert hast. Das soll so nicht sein in dem Spiel. So, genau. So, was noch ein wichtiger Hinweis ist, den Bug habe ich aber selber noch nicht gesehen, dass die Erfolgs-, also die der Erfahrungsbalken ins Negative gegangen ist. So, dass ihr zum Beispiel Gems aufgesammelt habt und auf einmal der Erfahrungsbalken nach hinten gegangen ist. So, zum Beispiel ihr habt 20 Gems aufgesammelt und 5 von den Gems auf einmal haben anstatt, wenn das ihr dann so geht, ist er dann, sag ich mal, wieder nach hinten gegangen. So, das hat das. Wobei doch, wenn ich jetzt mich recht erinnere, habe ich das schon mal gesehen, dass der Balken so ging und dann ein Stück wieder zurück. Finde ich jetzt nicht so cool, aber ja, genau. In der Statistik wurden noch ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel im Pausemenü wurde die Rüstung angepasst, also dass zum Beispiel die Rüstung falsche Werte angezeigt hat. So, was haben wir noch? Dann Bombing Strike, haben sie was geändert? Da der Indikator wurde da geändert, das heißt wahrscheinlich, dass anstatt zum Beispiel, wie, wenn hier zum Beispiel 5 Bomben geworfen wurden, werfen sollen, wurden nur 4 geworfen. Also wurde dann auch angepasst, wenn ich das jetzt so richtig rauslese. Der Fehler ist mir natürlich nicht aufgefallen, weil wenn du da eine volle Map hast und dann knallt alles drauf rein mit Helikopter, was weiß ich, Bomben und was weiß ich, dann fällt das irgendwie nicht auf. Also ich weiß auch nicht, wem das aufgefallen ist. Das fällt wahrscheinlich nur auf, wenn du wirklich einen Solo-Run spielst und da wirklich drauf achtest, wie viel das, sag ich mal, bringt. So. Der Gegenstand Pille hier wurde auch angepasst, weil der nicht richtig funktioniert hat. Die Minus, also er stellt jetzt 20 Sekunden lang 50 HP wieder her und reduziert die maximale HP um minus 50. Das wurde jetzt angepasst und das stimmt jetzt auch. Ich weiß nicht, was daran falsch war. Er funktioniert jetzt richtig. Ich weiß nicht, was vorher da. Ich glaube, ich habe ich auch nie benutzt, glaube ich, weil ich mag dieses immer Minus, das nicht, dafür, das und so mag ich einfach nicht. So. Die Fähigkeit Holo Ghost, also vom Ghost, diese eine Fähigkeit, wo diese Blitze oder diese Figuren laufen, wurde angepasst auf dem Endbildschirm, dass da jetzt der Schaden richtig angezeigt wird. Also, dass der DPS und der Schaden richtig angezeigt wird, war wahrscheinlich nicht richtig. So. It Takes Two Erfolg. Wurde jetzt angepasst, dass es im normalen Game auch machbar ist. Wahrscheinlich ging der nur vorher im Solo oder im Boss Rush oder wo ich. Keine Ahnung. Genau, das waren im Endeffekt die größten
Bugs. Also wir sind ja jetzt im Endeffekt doch fast alles durchgegangen. Aber das waren jetzt die größten Bugs, die behoben wurden. Viele sind mit Patch 0.4.1 reingekommen. Die haben sie dann auch schnell gefixt. Also ich muss ehrlich sagen, das Tempo, wie die das hier fixen, finde ich super, ne? Also das sollen sie sich mal, sollten viele sich mal ein Häppchen abschneiden. Zum Beispiel spiele ich ja zurzeit Cities Skylines 2 und da ist gerade das mit diesen Kunden, das zu Kunden fehlen, dieser Bug, den müssen sie unbedingt rausnehmen, weil das haut den ganzen Spielfluss raus, ne? So. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal das Game. Wir werden mit den SWAT spielen, mit den Ghost und mit der Huntress, war zumindest meine Idee, weil die alle drei zusammen einen enormen DPS haben und mir das wahrscheinlich, sag ich mal, den Arsch retten kann. Also wir spielen keine Abilities, wir spielen nur Waffenaufwertung. Und dann machen wir nochmal einen Run, nur Abilities und keine Waffenaufwertung. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. So, jetzt wie gesagt, gehen wir erstmal nur auf Waffenaufwertung. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht das Banishen oder das Skippen oder sowas. Bei meinem Glück, naja, wirklich aussehen schon beim ersten drauf. So, Pistole. Dip, 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 dip. Ich weiß aber noch nicht, was ich danach mache. Vielleicht gehe ich dann ins Wasteland rein und dann spielen wir auf der Wasteland-Karte und machen da den restlichen Skip. Da müssen wir jetzt immer skippen. Machen wir dann den restlichen da. Mal sehen. Aber so an sich habe ich leider nicht mehr so viel im Spiel zu tun. Weil der Content dann ja natürlich, auch wenn ich dann alles gemacht habe, fehlt ja dann, ne? Das Rabbit werden wir noch machen. Also den Hasen werden wir noch suchen. Und da weiß ich auch noch nicht, wo der ist. Und ja, wir werden jetzt erstmal das hier machen mit den Aufwertungen. Genau. So. Das. Skip. Mir wurde auch gesagt, dass ich nur mit einem Solo-Charakter spielen soll, weil dann die Gegner weniger werden. Aber ja, das kann gut sein. Weil wir dann ja weniger töten und es dann auch weniger Gegner vielleicht gibt. Aber ich glaube, ich spiele trotzdem mit einem so einen kompletten Run mit allen. Finde ich irgendwie cooler so, weil dann mehr Damage rausgeht und dann hat man ein bisschen mehr zu tun. Als in 20 Minuten, glaube ich, von Gegnern wegzulaufen. So, wen haben wir jetzt? Tank, Medic. Tja, nicht die, die ich haben will. So. Einen Solo-Hardcore-Run müssen wir auch noch machen, ne? Fällt mir gerade auch mal so ein. So. Aber das mit den Skippen ist ein bisschen nervig, ne? Dass du jetzt immer Skippen drücken musst. Aber ich weiß gar nicht, dürfen wir Chests benutzen? Oh, das weiß ich gar nicht. Dürfen wir Chests benutzen? Hier. Survive 20 minutes before using any abilities. Ja, also heißt es ja, dass wir Chests benutzen dürfen, oder? Das richtig lese. Ja, dann machen wir das. So. Demodifier. Wir machen es einfach. Wenn wir dann den nicht kriegen, dann habe ich natürlich ein Problem. So. Ich bin mal gespannt. Also, Only Weapon könnte, glaube ich, noch einfach sein, aber Only Ability könnte, glaube ich, echt extrem werden, weil Only Ability könnte uns richtig schön. Da wüsste ich auch noch gar nicht, was ich nehmen sollte. Also, ich werde auf jeden Fall den SWAT nehmen, alleine wegen den. Wegen den Tower. Was könnte ich noch nehmen? Huntress macht keinen Sinn, weil die hat keine extra Abilities, die irgendwie sehr viel Schaden machen. Vielleicht den Tank noch und den Engineer. Weil die hat sehr viele Abilities, ne? Hier der Ghost wollte ich nehmen. Das könnte ich vielleicht machen. SMG.
Gehen wir für Assault Rifle, da haben wir ja schon die halbe Miete. So. Bin jetzt wirklich am struggeln, wen ich dann nehmen würde. Aber ich glaube, SWAT Tank und Engineer wäre, glaube ich, die beste Kombi in der Hinsicht. So, jetzt haben wir doch. Jetzt wird gescheppert. Let's go. So, was haben wir hier? Oh, ich liebe diesen Brief. Das ist der Brief, den ich letztes Mal erwähnt hatte. Also kriegen wir nämlich auch Upgrades. Ich muss hier ein bisschen gucken, dass ich jetzt nicht das Falsche anklicke. Da überleg mal meine Sekunde länger. So. Aber die haben jetzt hier was upgraded. Ach so, ich glaube, das hier haben sie jetzt dieses Waffen-Upgrades haben sie jetzt angepasst, glaube ich, irgendwie. Ach so, das wahrscheinlich. Letztes Mal haben sie auch das hier noch hinzugefügt, dass beim Endlos-Modus wurde dann die, dass dann die Rate dazu erhöht ist. Also, dass das steht, wie die Rate erhöht wird. So. Lalalala, so weggeschnetzeltes Lob. Ja, geschnetzelte Zombies. Zack. Jetzt müssen wir ein bisschen Dollar einnehmen hier. Oder ein bisschen Dollar einsammeln, weil dadurch kriegen wir auch Level-Ups und das ist ein richtig, richtig krasses Item. So, Katana, Assault Rifle. Wir gehen mal auf Katana, damit er die AE kriegt. Assault Rifle macht eh schon genug Schaden gerade. So, vielleicht kriegt man die Huntress sofort. So. Hopp. Yes. Perfekt. So. So, das wird jetzt... Mal gucken, ob es so einfach wird oder ob das im Ende wirklich so ein, wieder so ein Rumgerenne wird. Ich hoffe es natürlich nicht, aber... Naja, was soll's, mal gucken. Wenn ihr noch Tipps habt, was ich noch spielen kann, dann könnt ihr das gerne mal reinschreiben auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr freuen, was das angeht. Und... Genau. Allgemein auch. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt oder irgendwelche Kommentare, die euch auf dem Herzen liegen, tut euch keinen Zwang an. Schreibt es da rein. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wohl. Hier, Bow. Wie gesagt, tut euch da keinen Zwang an. Und ich antworte eigentlich jeden. So. Ich glaube hier, das ist sogar die beste Kombi gerade. Weil, wenn wir das den Ghost auf AE trimmen, sollte das eigentlich reichen. So, die Assault Rifle. Ich muss eigentlich zum Magneten. So. Hier nichts. Das skippen wir. Katana. Perfekt. So, jetzt gehen wir zum SOS-Signal. Ich brauche die Money und das Upgrade. Dass wir schnell die Upgrades kriegen von den Waffen. Bow. Für die explosiven Pfeile und den Multishot haben. So. Ich glaube, Rappen sollte kein Problem darstellen. Aber man sieht auch, diese großen Gems sind auch nicht mehr da. Das, was wir durchgelesen haben gerade. So. Movement Speed, Ability Damage, XP Modifier. Ich glaube, wir hätten ja auf Movement Speed gehen sollen. Weil im Endeffekt wir ja XP sollten wir eigentlich genug kriegen. So. Assault Rifle. So, Assault Rifle sind wir jetzt durch. Ich weiß nicht, früher habe ich den Medic immer gerne gespielt, aber weiß nicht, also der Medic bringt halt nur was, wenn du wirklich am Struggeln bist oder wirklich bis ins Endgame und dann noch richtig, richtig weit spielen willst, wegen dem Defibrillator.
Aber ich glaube, der pure Damage größten Teil regelt ja auch in dem Game. Also ich finde, das ist jetzt nicht so wie bei wie heißt das Spiel? Wie bei Vampire Survivor, wo du dann ganz viele verschiedene Abilities hast, die, sag ich mal, kombinierbar sind und dann dadurch nochmal eine bessere Waffe zum Beispiel kriegst. Finde ich, gibt's hier halt nicht so, ne? Weil hier spielst du deinen Charakter, da gehst du auf was Gewisses und das war's dann. So, Katana. So, jetzt machen wir den AE. Ich glaube, die haben die AI jetzt so geändert, dass die, das, was am nächsten ist, auf das sie schießen dann. Keine Waffe. Mach mal Rewall. Hier Katana. Ja, viel kommt ja nicht mehr, ne? Also der Bogen kommt noch und das Katana. Das war's ja eigentlich. So. Pium, 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 pium. Ja, vor denen muss man ein bisschen achten. So, der Bogen. Also bis jetzt ist es noch kein großer Akt. So, Pille nicht. Hier, Weapon Critical Chance. Also die Waffenchance, die kritische Chance erhöhen. Wichtig. So. Wieder keine Waffe. Jetzt werde ich aber langsam fuchsig. So. Ah, ich glaube, wir müssten dann schon mit dem Engineer spielen. Den SWAT. Also, wenn wir nur mit Abilities spielen. Boah, ich bin gerade wirklich am überlegen, was wir dann noch nehmen. Hm. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr spielen würdet. Hm. So, endlich. Oh. Achso, das war, weil ich Gold voll hatte. Muss ich wieder skippen, ey. Also, weil ich hier Dollar voll hatte, ne? Nicht Gold. Gold gibt's ja hier nicht. So. Dim, dim, dim. So, wir müssen mal auf den Großen ein bisschen gehen. Bis der weg ist. Der nice, der ist weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie weniger EP kriegen als vorher. Also sonst habe ich irgendwie gefühlt immer mehr gekriegt. Oder es kommt mir einfach nur so vor, ich weiß es nicht. So. Multishot. Ich möchte zur Kiste. So, was haben wir denn hier? Collect Magnetpower Heilung. Wir machen mal im Armor. So. Was mir auch aufgefallen ist beim Videoschneiden, dass zum Beispiel der Sound, also es fühlt, oh, no skill, da haben wir die 10 Minuten. Also es funktioniert auf jeden Fall. Dass der Sound irgendwie ein bisschen hallt, wenn ich rede, aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt, weil ich habe nichts geändert. Hier durch. Mal gucken, ob wir jetzt die Explosive-Pfeile... Achso, ne, kriegt man noch nicht. Ich brauche erst Multishot, ne? So. Hammer. Katana-Splash. So, dass mein Sound, wenn ich rede, irgendwie ein bisschen halt. Aber ich weiß auch nicht, wieso, weil im Endeffekt der Raum ist... Ich habe nichts dran geändert und am Mikrofon habe ich auch nichts dran geändert. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch zu weit weg. Vielleicht muss ich das auch ein bisschen näher haben oder so. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Aktuell ist mir das nur aufgefallen. Die auf einmal alle her. Ist auf einmal ganz schön viele hier. So, wir sind bei 11 Minuten bisher. Alter, das kann aber nicht wahr sein.
Hier könnte ich dann wahrscheinlich Lockdown machen, wenn ich zum Beispiel zweimal die selbe Fähigkeit kriege. Oder wenn ich zweimal eine Waffenfähigkeit kriege, dann könnte ich vielleicht Lockdown machen. Weapon Damage, Weapon Fire Rate, wir machen Feuerrate, weil wir brauchen mehr schnellere Hits. Oh, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Magnet wäre mal ganz geil. So, wir gehen mal hier komplett rein. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob die die XP ein bisschen genervt haben. Als dass man weniger XP kriegt. Weil wir töten ja gefühlt trotzdem noch so viel, aber irgendwie kriegen wir weniger EP. Zumindest fühlt sich so an, ne? Aber ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. So. Schon wieder nicht. Also jetzt wird es langsam aber ein bisschen... Nicht. Wieder nicht. Gefällt mir gerade gar nicht, muss ich gestehen. So. Weapon Reload Time. Damit schießt der SWAT wenigstens komplett durch, fast. Wieder nicht. Also jetzt habe ich ziemlich viel Pech, muss ich gestehen. Gefällt mir jetzt nicht so. Und da kriegen wir schon mehr von den, von dem Brief, den wir geholt haben. So. Komm, komm, komm. Okay, Magnet. War jetzt nicht so sinnvoll. Also, ich habe jetzt nicht sehr viel EP darum gekriegt. Meine Multishot ist ja ganz cool, aber ich möchte die Explosive Pfeile eigentlich haben. So. Ey, das gibt's doch nicht. Guckt euch das mal an. Was soll das? Spiel. Mach nicht diesen. So. Also Explosive File oder... Ah, wobei Explosive... Ich muss ja erstmal noch Multishot skillen, ne? Oder Katana halt, ne? So, was haben wir jetzt? Komm. Boah, endlich. So, Katana Splash. Danach können wir auf jeden Fall upgraden. Das war knapp. Vielleicht können wir sogar einen No-Hit rausmachen. Ich sollte nicht drüber reden, dann ist das alles einfacher. So. Fire Rate, ja. So. Ah, hier, Windcutter, geil. Windcutter ist doch eine Waffe, ne? Ja. Nicht, dass das jetzt als Ability zählt oder sowas. So. Geht's ab. Okay. Er wirft halt gar nicht, seht ihr das? Weil die Gegner gar nicht rankommen. Jetzt. Hm. Bis jetzt passiert ja nicht viel. Ja, ich denke mal so die letzten 2-3 Minuten, die werden nochmal intens werden. Ich kriege aber immer nur einmal Waffe, ne? So, hier ist auch irgendwo der Boss. Ach, habe ich schon gekillt, okay. Hm.
Ja, ich könnte ja auf Banish gehen, ne? Also ich könnte ja nochmal sagen, ey, yo, banish mir das. Aber ich habe da keine Skillpunkte reingelegt. Daher kann ich auch nichts banishen. So, jetzt gehen wir zur Kiste. So viel dazu. Mache ich aber nicht. Ich mache hier Rapid Fire Raid. Weil wir haben ja fast alles, das was wir brauchen. Ich meine, klar, das würde jetzt nochmal wahrscheinlich einfacher werden. Oh. Okay, ich wurde nicht gehittet. Mehr Glück als Verstand gerade gewesen. Nein. So. Liste. Weapon Damage. Oder Fire Raid. Ah, wir machen Fire Raid, komm. Ich one-shotte die Gegner, glaube ich, eh. Bin mir zwar aber nicht sicher. Oder? One-shotte ich die? Na, nicht alle. Die etwas dickeren, die brauchen dann zwei Schüsse. Aha. Okay. Wollte schon sagen jetzt. Jetzt gib mir bitte mal den Multishot nochmal und dann nochmal die Explosive-Pfeile. Also ich finde das hier die beste Combo im Only Rapid Run. Wenn mal die Drachen kommen. So. Bisschen aufpassen hier. Und ist noch Magnet. Wobei der Magnet ist hier rechts auch noch einer. Okay, hat jetzt nicht so viel gebracht. Ah, endlich. Multishot. Okay, let's go. So. Okay, der ist weg. Durch hier vorne, durch diese ganzen Sachen, sehe ich nicht viel, ob wegen den Schüssen. Wenn hier diese komischen da oben... Wow, wow, wow. Am Boss. Ich möchte eigentlich zur grünen Kiste durch. Ja, die Shot nice. Boah. Das schießt aber auch, ne? So. Ach, schade. Das wäre cool gewesen. Dann noch schön Explosive-Pfeile, aber ich befürchte, dass ich die Explosive-Pfeile nicht mehr kriege. Alter, Damage ist gerade insane, ne? So, was nehmen wir? Komm, wir nehmen den Reroll-Perk mit rein. Ich krieg's einfach nicht. Da. Was ist, wenn ich jetzt den Frozen gelockt hätte? Was wäre dann passiert? Hätte ich dann Frozen und Dings noch kriegen können? Und Explosive? Nee, gell, das wäre... Das glaube ich nicht, oder? Hätte ich dann das System gedribbelt? Boah, das hätte ich gerne getestet noch, ne? Ah, ich komme hier nicht mehr weg. Komm schnell. Schnell, schnell, schnell. Wow.
Wow. So. Komm hier nicht mehr aus der Ecke raus. So. Hätte ich fast am Ende noch so einen blöden Dings bekommen. Tja. Only Weapon. No Abilities. Also Only Weapon und No Hit. Hat ja super funktioniert. Hätte ich nicht erwartet. DPS. Okay, 505. Na gut, der hat halt viel nicht gemacht, ne? Aber hier Explosive hat er nochmal richtig reingetried. Guck mal. Wenn man mal so den Damage sieht. Das hat er am Ende nur kurz reingegangen. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Wir haben beides geschafft. Hier No Skill. Skill Use. Also wir haben das wirklich durchgezogen. Wir haben es geschafft. Und als nächstes, warte mal. Reroll würde ich gern banishen. Könnte ich die Waffen banishen, ne? Okay. So. So, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich über ein Abo, ein Like auf dieses Video und natürlich einen Kommentar freuen, mit welcher Kombination ihr das vielleicht gespielt habt. Würde mich wirklich brennend interessieren. Das nächste Video von Jet Another Zombie Survivor kommt auf jeden Fall auch. Und da werden wir Only Abilities spielen, das heißt ohne Waffen-Upgrades. Das wird wahrscheinlich nochmal eine harte Nummer. Ich überlege mir mal, welche ich spiele. Wahrscheinlich wahrscheinlich SWAT, leicht den Tank und den Engineer. Das wären so die drei, die ich spielen würde, weil die anderen, weiß nicht, die machen da keinen Sinn mit Abilities her. Weil wir AE-Damage brauchen und da würde es wahrscheinlich Sinn machen. Trotzdem, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, auch mit den Updates ein bisschen das zu verstehen. Und wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.